Willkommen bei der E-Exkursion zum Thema Der Wedding, Wohnen und Bevölkerung. Die Stationen, die wir in der kommenden Viertelstunde aufsuchen werden, sollen einen Eindruck vom Wohnen im Wedding in den letzten 150 Jahren vermitteln. 1871 wurde Berlin mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches zur Reichshauptstadt gemacht. Mit der gleichzeitig im 19. Jahrhundert ablaufenden Industrialisierung begann Berlin, das durch die Jahrhunderte im Vergleich zu anderen europäischen Städten wie Paris oder London wenig gewachsen war, geradezu zu explodieren. Einer der schnell wachsenden Bezirke war der Wedding. 1861 war er zusammen mit Gesundbrunnen nach Berlin eingemeindet worden. Aus dem ländlich geprägten Stadtteil an der städtischen Peripherie mit nicht einmal 70.000 Einwohnern im Jahre 1885 ist 30 Jahre später ein Großstadtbezirk mit über 250.000 Einwohnern geworden. Ein Grund für das rasante Bevölkerungswachstum war die Ansiedlung von großen Industriebetrieben wie AEG, Schwarzkopf, Borsig oder Schering, denen die Arbeitenden folgten. Dementsprechend kam die Bevölkerung vor allem aus der Arbeiterklasse. Kommen wir nun zum Symbol der Arbeit im Wedding, dem AEG-Gelände südöstlich des Humboldthains. 1883 wurde die AEG, also die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, von Emil Rathenau als Deutsche Edison-Gesellschaft gegründet und 4 Jahre später, also 1887, in AEG umbenannt. In den 1900er Jahren gründete die AEG zusammen mit Siemens die Gesellschaft für drahtlose Telegrafie, die später zum Telefunkenunternehmen wurde. In der Literatur wird dieser Block als die Kathedralen der Arbeit bezeichnet. Als maximale Anzahl der Beschäftigten zählte die AEG 14.000 Mitarbeiter in diesem Standort. Jeder dritte Berliner arbeitete zu dieser Zeit in der Elektroindustrie. Die Arbeiterschaft war politisch sehr aktiv. Sie nahm an den Aprilstreiks 1917, auch als Brotstreik bekannt, teil. An der Übernahme einer Kaserne im November 1918. Ziel der Aktion waren die Verhinderung der Wahl zur Nationalversammlung und die Errichtung einer Räterepublik und demonstrierten gegen das Dritte Reich. 1978 wurde das Gelände aufgegeben und 1982 wurde das letzte Gebäude mit 2295 Beschäftigten geschlossen. 2 Jahre später kam es zum Teilabriss der Werkshallen. Heute befinden sich auf dem Gelände Institute der TU, das Berliner Innovations- und Gründerzentrum BIG sowie der Technologie- und Innovationspark Berlin, also TIP. Heute erinnert neben den bis heute stehenden Hallen nur noch das prächtige Fabriktor in der Brunnenstraße, welches von Franz Schwechten geplant wurde und nur für die Beamten vorgesehen war. Der Eingang für die Arbeiter lag in der Wolterstraße. Die AEG-Werke waren Arbeitsplatz für zahlreiche einfache Arbeiter, die im Wedding gewohnt haben. Ihr durchschnittliches Jahreseinkommen lag bei unter 300 Mark. Auch die Sterbefälle lagen über 4,2%. Der Mittelwert Berlins lag zu dieser Zeit bei 2,7%. Trotz des rasanten Wohnungsbaus Ende des 19. Jahrhunderts verschlimmerte sich die Situation der ArbeiterInnen und prekarisierten, und Armut und Obdachlosigkeit stiegen. Sinnbild für diese Verhältnisse waren die Mietskasernen. Die Lebens- und Wohnverhältnisse waren so erbärmlich, dass sie den Künstler Heinrich Zille zum Ausspruch veranlassten: Man kann mit einer Wohnung einen Menschen töten wie mit einer Axt. Im Wedding gibt es zwar noch Bausubstanz aus dem sogenannten wilhelminischen Mietskasernengürtel, aber keine Mietskaserne ist in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben. Die nächste Station soll trotzdem einen Eindruck vermitteln, wie katastrophal die Situation für die meisten EinwohnerInnen des Weddings war. Hier stehen wir vor der Wiesenburg, unserer nächsten Station, und im Hintergrund sehen wir das alte Beamtengebäude der Wiesenburg, das immer noch bewohnt und vermietet ist. Der Berliner Asylverein für Obdachlose ließ dieses Obdachlosenasyl 1896 bauen. Prominente Gründungsmitglieder des Berliner Asylvereins für Obdachlose waren zum Beispiel Rudolf Virchow
und Paul Singer, ein SPD-Mitbegründer. Getragen wurde der Verein aber hauptsächlich durch weniger bekannte liberale Juden aus dem Bürgertum. Revolutionär für diese Zeit waren die Ideen, die in der Wiesenburg praktiziert wurden. Erstens wurden obdachlose Menschen nicht als Ärgernis angesehen, dem es mit Repression zu begegnen gilt, sondern als Menschen, die Hilfe brauchen. Zweitens blieben die Hilfesuchenden anonym. Niemand musste sich ausweisen und der Polizei war das Betreten des Geländes bis 1910 nicht gestattet. Drittens galt Hygiene statt Moral. Es gab keine Beträume wie in christlichen Asylen, dafür war das Asyl technisch und hygienisch auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Diese Ideen schlugen sich in einem festen Ablauf nieder. Es gab eine Eingangsvisite, nach der sich die Menschen mit warmem Wasser waschen konnten, ihre Kleidung wurde von Parasiten befreit und gewaschen und alle erhielten eine warme Mahlzeit pro Tag und konnten in den Schlafsälen die Nacht verbringen. Diese waren wegen der Tuberkulosegefahr mit einer modernen Lüftung ausgestattet. Insgesamt bot das Asyl 700 Männern und ab 1907 400 Frauen pro Tag eine Schlafstätte. Heute ist ein Teil des Geländes noch bewohnt und durch den Trägerverein Wiesenburg e.V. wurden Räume für Kultur geschaffen. Die Nutzung als nicht gewinnbringende Kultureinrichtung steht im Konflikt mit der Neubebauung eines Teils des Geländes durch die DGWO. Als Ende des Ersten Weltkrieges erneut akuter Wohnungsmangel herrschte, reagierten die Lokalregierungen in der Weimarer Republik mit einer aktiven Wohn- und Baupolitik. Beispiele sind ein verschärfter Mieterschutz, massive Mietpreisbegrenzungen und öffentliche Wohnraumbewirtschaftung. Anteil am Bauboom hatten auch Wohnungsbaugenossenschaften, deren Ziel es war, mit genossenschaftlichem Konzept erschwingliche Wohnungen zu bauen. Weiteres Kriterium sollte sein, dass die beengten und krankmachenden Wohnverhältnisse der Vor- und Kriegszeit verbessert werden sollten. Diese Ideen fanden Ausdruck in den Architekturstilen des neuen Bauens und Reformideen wie zum Beispiel der Gartenstadt. Unsere nächste Station ist die Siedlung Schillerpark, die beispielhaft ist für die neue Wohn- und Baupolitik in der Weimarer Republik. Hinter mir sehen wir einen Teil des UNESCO-Welterbes Siedlungen der Berliner Moderne, die Schillerpark-Siedlung. 1920 wurde der erste Teil an der Bristolstraße fertiggestellt. Bauherr war die Genossenschaft Berliner Spar- und Bauverein. Der Architekt war Bruno Taut. In der Siedlung Schillerpark vereinigen sich typische Elemente der Moderne. Erstens die Art der Finanzierung über eine Genossenschaft. Zweitens der Architekturstil der neuen Sachlichkeit, erkennbar zum Beispiel am Flachdach. Drittens die Gartengestaltung nach ästhetischer Forschung. Und viertens die Anwendung neuer hygienischer und sozialer Standards in höchster Qualität. Es sollte keine dunklen Innenhöfe mehr geben, sondern offene, grüne Flächen. Außerdem waren die Wohnungen mit Bädern und Balkonen ausgestattet. Eine Begründung der UNESCO für die Aufnahme der Schillerpark-Siedlung ins Welterbe war die städtebauliche, architektonische und gartengestalterische Qualität sowie die in dieser Zeit entwickelten Wohnstandards, die in der Folge als Leitlinie für den sozialen Wohnungsbau innerhalb und außerhalb Deutschlands dienten. Das befreite Berlin war nach 1945 in die vier Sektoren der Alliierten eingeteilt. Der Wedding lag in der französischen Zone. Somit waren die französischen Soldaten und ihre Familien Teil der Bevölkerung des Weddings. Als nächste Station steuern wir eines der Wohnquartiere der französischen Befreiungstruppen nach dem Zweiten Weltkrieg an, die Cité Chauffre. Sie befindet sich südlich der Julius-Leber-Kaserne. Es waren die Unterkünfte für die französischen Befreiungstruppen und ihre Familien. Diese hier wurde nahe des Flughafen Tegel gebaut, da der Großteil der Truppen der Luftwaffe angehörte.
Nach Abzug der Truppen sind die meisten CTs mit ihren Gebäuden verwahrlost, abgerissen und Mitte der 1990er Jahre neu erbaut worden. Das militärische Zentrum, das Centre Français de Berlin, liegt in der Müllerstraße 74 und wurde 1961 errichtet. Dort steht auch die Miniaturausgabe des Eiffelturms. Heute erinnern nur noch die Cité Foch, die vom Bund übernommen und saniert wurde und in Wittenau liegt, die Straßennamen und das deutsch-französische Volksfest am 20. Juni an diese Zeit. Heute wohnen in dem Gebiet der Cité Chaffreux deutsche Familien der Mittelschicht und Familien mit Migrationshintergrund. Wegen der Kriegsschäden und der großen Anzahl an Flüchtlingen herrschte nach dem Zweiten Weltkrieg akuter Wohnungsmangel. Auch zu diesem Zeitpunkt versuchte die Regierung, mit tiefgehenden Reformen in die Wohnungs- und Baupolitik einzugreifen. In den 60er Jahren kamen mit dem Zuzug der GastarbeiterInnen weitere Menschen hinzu, die günstigen Wohnraum in der Nähe ihrer Arbeitsstätte suchten. Der soziale Wohnungsbau wurde gefördert. Dabei sorgt der Staat für vergünstigte Konditionen zum Bau von Wohnungen, deren Miete dadurch für diejenigen erschwinglich wird, die sich marktübliche Mieten nicht leisten können. Zum Teil entstanden dabei Großwohnsiedlungen. Die vorletzten Stationen unserer E-Exkursion sind der Bellermann-Block und die Schönwalder Straße 1 bis 3. Sie sind eine Kleinausgabe der Großwohnsiedlungen an Berlins Stadträndern, wie das Märkische Viertel, die Gropiusstadt oder Marzahn, und dienen als Beispiel für den sozialen Wohnungsbau im Wedding der 60er und 70er Jahre. Die Städteplanerin Maren Harnack plädiert für einen unbefangenen Blick, weil diese Wohnform immer mehr an Bedeutung in der Lage eines angespannten Wohnungsmarktes gewinnt. Und zwar nicht nur, weil die großen Wohnblocks von zahlungskräftigen Schichten gemieden werden, sondern auch, weil sie praktischen und gut geschnittenen Wohnraum bieten. Sie sollten nicht an falschen Vorbildern der urbanen Mittelschicht gemessen werden. Dies führt uns zu unserer letzten Station. Hier befinden wir uns am Standort des ehemaligen Stadtbades im Wedding. Es war eine bekannte Partylocation bis ins Jahr 2015 und liegt in der Gerichtsstraße 65 bis 70. Kurz zur Geschichte des Stadtbades. 1907 wurde es als Schwimmbad eingeweiht. Im Krieg wurde es zerstört und in den 1950er Jahren wieder aufgebaut. Daher spielt der Denkmalschutz wahrscheinlich keine Rolle auf dem Gelände. 1999 wurde das Stadtbad als Schwimmbad außer Betrieb genommen und 2001 endgültig geschlossen. Anschließend wurde das Stadtbad als kulturelles Zentrum mit Kunst, Musik, Design, Urban und Street Art und einem Café wiedereröffnet. Es war eine einzigartige Location und ein internationaler Treffpunkt. Im Jahr 2008 kaufte Arne Piepgras das rund 4200 Quadratmeter große Gelände und plante einen Kulturort mit Lofts, Ateliers und Musikstudios zu errichten. Allerdings kamen diese Pläne nicht zustande, da sein anderes Projekt im Kreuzberg, das Dragon Areal, stockte und es Piepgras an Geld mangelte. Im Mai 2015 wurde das Stadtbad vom Bauamt Mitte geschlossen, da es nie eine Genehmigung als Partylocation erhalten hätte. 2016 kaufte Studio B, eine Tochterfirma des Immobilienunternehmens Lambert Gruppe aus Regensburg, das Grundstück. Das Stadtbad wurde abgerissen und auf dem Gelände wurden drei neue Gebäude errichtet. Zwei Studentenwohnheime mit etwa 280 Wohnungen und ein Kultur- und Kontorhaus mit Musikübungsräumen, Aufnahmestudios und einem Café im Erdgeschoss sowie Büroräumen in den oberen Stockwerken. Dieser Standort ist ein Zukunftsausblick und ein Beispiel für die Gentrifizierung in Berlin-Wedding. Kurz zur Erinnerung, die Gentrifizierung bezeichnet eine Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte durch wohlhabendere Haushalte in innerstädtischen Gebieten. Es kann aber auch eine Verdrängung gewerblicher Nutzer durch profitablere Nutzungsformen, in diesem Beispiel Mietwohnungen für Studenten, oder andere geschäftliche Nutzungen bedeuten. Die Zukunft wird zeigen, ob der Wedding ein Multikulti-Stadtteil mit Menschen aus diversen sozialen Schichten bleibt oder ob ihn das Schicksal des Prenzlauer Berges ereilt, bei dem die Gentrifizierung schon weit vorangeschritten ist.